Hallo und herzlich willkommen zurück aus einer weiteren Folge Fallout 4. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind in New Coca-Cola World unterwegs und haben festgestellt, wie unglaublich riesig dieser Content ist und bewegen uns hier immer noch in dem ersten von den ganzen DLCs, die wir uns angucken wollten. Da wir ja alle haben und ja, sehr schön. Das heißt, wir werden sehr viel weiteres Fallout spielen können hier. Was für eine Zeitverschwendung. Wir müssen aber feststellen, dass hier wirklich sehr, sehr viele nervige Gegner rumlaufen. Und Creedy läuft hier rum. Den habe ich natürlich auch wieder mitgebracht. Gucken wir mal, ob wir schnell genug sind. Wenn nicht, haben wir ein Problem, wollte ich gerade sagen. Viel halte ich nicht mehr aus. Junge! Okay. Wie stark sind denn die? 81 XP, hallo? Ich habe gar nicht darauf geachtet, welches Level die hatten, aber... Vielleicht nähern wir uns auch hier irgendwas, wo wir nicht hin sollen. Deswegen werden die immer stärker. So, hier geht die Bahn weiter. Der waren wir ja zuletzt auch gefolgt. Und da ist wieder so ein Raumschiff. Okay, Level 16, das wäre jetzt nicht so spannend. Wenn ich treffen würde. So, da vorne scheint irgendwie so ein paar Bäuschen zu sein. Ich könnte schwören, dass ich das gehört habe. Oh. Starkern! Schluss mit lustig! Die haben aber echt null von diesen Starkern ordentlich besucht. Hä? Also wenn das jetzt das Ordentlichste war, wie die danach suchen, um hinreichend Starkerne zu haben, um die Systeme in Betrieb zu nehmen, wäre ich doch etwas enttäuscht. Ich spare mir die Mühe und gib einfach auf. Da wäre ich doch etwas enttäuscht. So, da kommen wir nicht durch, deswegen gehen wir mal hier lang. Das Raumschiff haben wir, glaube ich, unschädlich gemacht, ne? Jawohl. Ja, schon cool, ne? Cooles Setting. Ja, aber mich wundert nicht, dass die, wenn die als Zivilisten hier reingegangen sind, dass sie das dann überlebt haben. Nicht überlebt haben. So. Kadettengeschwader. So. Noch einer. Gibt gut XP. Was willst du denn von mir? Beeindruckt? Och, geht so, Fidi. Ich mache eher das fast selber. War nicht so clever. So, zack. Wir teilen das alles, nicht wahr? Ja, wir teilen das. Ich baue dir da eine schöne Wumme raus. Was hast du überhaupt für eine Waffe, Creedy? Ich bin ziemlich sicher, dass wir nicht allein sind. Vielleicht muss ich dir mal eine neue Waffe basteln, dass es bei dir ein bisschen besser klappt mit dem Zielen, hm? So, Sensemann, den haben wir geskillt. Da war er. So, okay. Das haben wir, da sind wir hergekommen. Dann können wir hier weiter. War denn hier noch was? Nee, ne? Da konnte man nur hochgehen. Okay. Einmal hier Lutemann und Söhne machen. Und dann schauen wir mal, wie wir hier rauskommen oder reinkommen. Oh, Moment, hier können wir auch noch mitnehmen. So. Okay. Dafür, dass ich jetzt von 35 Milliarden Kerne rausgenommen habe, geht es der Einrichtung hier noch relativ gut. So, ich muss mal eben einmal Sachen schauen. Nämlich, wie viel Wasser haben wir eigentlich noch? Ameisen, bla, Spritzkuchen. 200 haben wir noch, okay. Lass mich raten, hier wird stehen, das System ist defekt. Ja.
Nee, ist klar. So, hier haben wir eine Tür, da gehen wir mal durch. Guten Tag. Wo sind wir jetzt schon wieder? Ah, hier sind wir, glaube ich, drüber gelatscht eben, ne? Okay. Ich spüre, dass uns hier... Oh nein, auf keinen Fall! Die Musik sagt, wir sind an einem Ort angekommen, der am Ende einer längeren Strecke steht. Das heißt, wir haben wahrscheinlich alles richtig gemacht. Wir sind jetzt hier... irgendwo. So. Noch ein Schlüssel, noch ein Starkern. Wo geht's da hin? Ah ja, hier geht's wieder zurück. Warte mal, dann gucken wir mal eben hier oben. Hier haben wir die Abkürzung freigeschaltet, ne? Wie in Dungeon WoW, wo man dann... Medaillons! Ja, die haben wir doch gesucht. Oh, hätten wir hier wieder hingemusst. Hätte ich da jetzt nicht aufgepasst. Boah. Hier geht's raus, deswegen gucken wir da hinten nochmal eben kurz. Irgendwie ist das ist mit dem Soundloop doch ein bisschen anstrengend, so. So, gucken wir mal rein. Das wär's. Ja! So. Ah ja, hier sind wir. Siehst du? Wir wären also nur bis zur nächsten Station gekommen. Und in der Tat war es so, dass das Spiel vorgesehen hat, dass wir einmal hier komplett durch müssen. Sehr gut, haben wir gelöst. Dieses kleine Mini-Dungeon haben wir also abgeschlossen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil vor allen Dingen, ne, Weltraum mögen wir ja auch. Da habe ich ja auch nur wieder die eine oder andere Planung vor dem Plan. Und dann können wir jetzt mal hier wieder rausgehen und gucken, wo die Pfeile hinzeigen, weil nachdem wir jetzt hier rumgelaufen sind, bin ich mir trotzdem ziemlich sicher, dass wir irgendwas übersehen haben, was wir hätten sehen sollen. Vielleicht, man weiß es nicht. So. Ich muss ja nicht alles verstehen. So, wir sind jetzt hier irgendwie oben und... die Tür zeigt uns an, dass wir hier aber runter müssen. Wieder. Jetzt fängt es an zu regnen. Ah ja, hier sind wir. Okay. Gehen wir mal weiter hier entlang. Nee, warte mal. Also hier ist zwar eine Markierung, aber die habe ich ja selber gemacht, ne? Finde Star Control. Markierung entfernen. So. Power Rüstung? Hä? Wie Power Rüstung? Hab ich da was übersehen? Was habe ich denn da übersehen? Hey, komm mal wieder ran hier. Zoom mal ran. Wie geht das mit dem Ranzoomen? Hallo? Hier kommen wir noch hier wieder ranzoomen, damit ihr das besser sehen könnt. Wieso ist da eine Power-Rüstung? Die hier drin? Da müsste es eine lokalen... Hä? Ich will nicht.
Das ist wieder alles zu hoch für mich. Auf der Startrampe melden. Kadetten. Nicht nochmal. Zur Kolonie auf Cola 5 wird angegriffen. Irgendwie nicht. Gut. Keine Ahnung. Muss ich mir nochmal in Ruhe angucken. Habe ich jetzt gerade irgendwie... Ich will jetzt nicht nochmal hier durchlatschen, aber die müsste ja draußen sein. Wie komme ich denn da hin? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, Das Wetter ist nicht schön. Hier sind irgendwelche Transporter. Ein Tresor. Den machen wir mal auf. Ups. Ja. Ja. Pistole, Ammo, Ammo. Ich dachte, hier ist vielleicht mal so ein Hütchen mit so einem Starkern. Oh. Powerrüstung, verstehe. So, Staubsauger gibt es nicht ohne Grund, weißt du? Mhm. Ich räume lieber selber auf. Greedy. Da wirst du dich wohl dran gewöhnen müssen, wenn du mit dir rumziehst. Eigentlich bist du schon sehr lange mit mir unterwegs und hast das immer noch nicht gereilt. Das erstaunt mich jetzt etwas. Sollen wir da mal... Kann man hier irgendwie weiter? Ich gehe mal einfach hier hoch. Weil ein Ziel war ja noch irgendwo oben auf so einem... Hatten die was Brauchbares dabei? Turm drauf, aber ich glaube, wir sind schon wieder zu hoch dafür. Eieiei, ist das ein Durcheinander hier? Was soll ich denn da auskennen? Ist denn hier überhaupt was? Hier, warte mal. Nicht. Ich geh trotzdem mal hoch. Obwohl, bei dem Regen sehen wir sowieso nichts, wenn wir hier irgendwie... Ich wollte ja die Aussicht genießen, aber... Ah, Starker. Zack, hat sich doch gelohnt. Siehst du? War nicht umsonst. Das ist ein Fahrgeschäft hier. Aha. Das ist hier so ein Freefall Tower oder sowas, ne? So, pass auf, dann können wir nämlich hier runterfahren bestimmt. Oder auch nicht. Knopf. Ja, ich bin mir nicht so sicher, dass der noch funktioniert. Wir lassen ihn einfach mal runter. Weil von hier kommen wir nicht. Der macht vielleicht dann irgendwie so eine Brücke da unten, dass wir da... Creedy! Oh, Creedy, der ist wirklich... Weißt du, da lässt der jemand mit dir... Ich will nehmen wieder den Yankee mit, glaube ich. Ich mache diese Mod drauf, dass wir den Yankee immer mitnehmen können. Ich glaube, der hat auch mehr IQ als Creedy. Wenn ich ja, ihr habt's gehört. Oh Mann. Ist der jetzt da runtergefallen, oder was? So, und wo geht's jetzt hier weiter? Ja, hier wohl nicht, ne? Ah, hat überlebt. Sehr gut. Starport Nuka, das klingt gut. Starport. Schöne einladende Musik. Und dabei wissen wir schon, was hier gleich wieder passieren wird. So. Wir müssten dann in die Richtung rein, ne? Was ist das denn? Ich schau jetzt, dachte ich mir schon. Doch nichts hier. Eine Powerrüstung. Oh! Und was für eine! Die erinnert mich absolut an Mars Effect, wo ich mich jetzt schon drauf freue. Mars Effect Andromeda. Und jetzt guckt euch mal diese Powerrüstung an. Wenn das eine ist, ist wahrscheinlich nur eine Mars Effect Rüstung. Ich will die haben, wie komme ich hier rein? Ist wahrscheinlich nur so eine Mondausstellung oder so. Ja, Astronauten haben die Flagge auf dem Mond aufgestellt. Ich will die rein, ich will die haben. Das sieht genauso aus wie in Mass Effect 2 vom Dingsgerät. Robco-Datenaustauschprotokoll V3.11 initialisieren, okay. Stelle Zentralrechner, Interlink her, okay. Mounte Star-Kerne, Token-Value, bla bla bla, Token-Value fehlgeschlagen. Keine Star-Kerne gefunden. Es wird mindestens ein Kern, eins Kern benötigt, um den Notfallbetriebsmodus zu... Wie Holoband laden, warte mal. Nee.
Okay, ich habe 35 Milliarden Starkerne dabei. Das heißt, ich würde ihn einfach mal hier reinbauen. Und noch einen. Und noch einen. Lass doch einfach der Roboter Alarm, Kampfbereitschaft einstellen. Und noch einen. Und noch einen. Und habe ich alle? Ja! Glaube ich. Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Suche. Hier liegt noch einer rum. Wohl jemand Schmutziges mit schlechtem Ruf, würde mich nicht wundern. Wie viel Starkerne brauchen wir denn hierfür? Aber wenn das dafür ist, dass sie die Uniform haben können, das, da würde ich das... Wir haben auf jeden Fall jede Menge davon gesammelt. Sauber. Geben Sie sich zu erkennen, Eindringling. Wir versuchen es nochmal. Neun von 35! Als wüsste ich, was zu tun ist, wenn ich was gefunden hätte. Wollt ihr mich veräppeln? Bitte treten Sie vor und geben... Ich will die aber haben! ...zu erkennen. Ich will die... Nähern Sie sich und geben Sie sich... zu erkennen. Okay. Rechtschaffenen Bürgern wird kein Leid geschehen. Ja, ich will die haben. Ich will die haben. Ich will... Hierher, Mietz, Mietz, Mietz. Mietz, 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 sagt er zu mir. Ich glaube, es hackt. Ich will die haben. Hä, wie viel können wir denn davon haben? Ich will die haben. Ich will, ich will, ich will. So, also, wir müssen hier weiterlaufen, weil wir müssen Starkerne sammeln. So. Ich glaube, irgendwie sind die Missionen rausgeflogen. Nö, sind sie nicht. Wie machte man denn das, dass man hier wieder näher ranzoomen kann? Ah, so, okay. Starte den Zentralrechner neu, geht halt nicht, weil wir nicht genug Kerne haben. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal weitergehen. Beziehungsweise wir müssen dann hier die Sachen abklappern. Warte mal, gehen wir mal hier hoch. Und versuchen dann wieder so ein Schema zu etablieren, wo wir lang gehen. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Hat diese eine Tussi da in ihren Aufzeichnungen geschrieben, naja, wir hatten nicht genug Kerne. Und jetzt kommen wir da hin und es ist überhaupt kein Kern. Wir haben es einfach so gestartet. Waffen sichern. Das ist ein guter Anfang. Einfach weiterlaufen, dann passt das. Das ist ein Cola-Streuautomat. Prügeln wir doch an. Mehr hast du nicht drauf. Ich höre so Sorge, dass die immer in die Luft fliegen noch anschließend. Loot. Wir teilen das alles, nicht wahr? Wo zur Hölle sind sie? Hey, hier drüben! Kommt ihr jetzt wieder her? Verdammt! Das war wenn der wenigstens Starkerne dabei hätten. So, was steht hier? Employees only. Mhm. Da hat jemand geraucht. Ein Souvenirteller, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Potato Chips, den nehmen wir mit. Ich hab Hunger. Terpentin. Sie haben meine Ehre beleidigt. Dafür müssen Sie sterben. Sag mal, was laberst du eigentlich? Du bist ein Roboter, du hast keine Ehre. So. Wie schön. Wie schön. Okay. Ich hab sogar was gesehen. Und wer darf all das? Die halte ich nicht mehr aus! Oh, das ist sogar verstrahlt. Cool. Und bleibt drin stehen. Natürlich! So, was ist denn das hier? Zweite Etage von diesem Ding. Oh, hier! Nuka-Cola Victory! Cool, cool. So, was haben wir hier? Wir müssen sowieso alles absuchen, weil...
Wir haben ja gesehen. Wir haben ja eben gesehen, dass wir auch diese Medaillons hier noch suchen müssen, die auch nicht angezeigt werden, die auch zufällig zu finden sind offenbar. Was ist denn ein T51? Was ist das denn? Das ist aber irgendwas Besonderes, oder? What? Ach, das ist Power-Rüstung, ne? Ja. Wendung tödlicher Gewalt läuft. Bürger wird geraten, den Bereich zu. Na, guck mal, da ist noch ein Starkherrn. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen, kommt mir das gerade vor wie Daily Quests in WoW, ne? Sammle 500 davon, um irgendwie eine Fraktion zu positiv zu stimmen. So. Cool. Hä? Gut, dass ich jetzt nicht auf die Mini-Nuke geschossen habe. Sind wir da? Automatic Laser Rifle. Hazmat Suit. Eine Pro Snap Camera. Das ist so eine Art Ausstellung hier. Schön. Greife feindliches Ziel an. Können wir hier rauf und runter fahren? Warte mal, was ist denn hier? Employees only. Das wär's. Noch 800 Tickets. Und ein Schlüssel. Technisches Dokument. Und ein Terminal des Geschäftsführers. Aha. Hier ist Penning aus Starport Nuka. Bei den älteren Robotermodellen in der Galactic Zone kommt es zu allen möglichen kleineren Steuerungsfehlfunktionen. Ich schicke Ihnen einige der Berichte. Bisher war noch nichts Ernstes dabei. Aber wenn Star Control jemals die Verbindung zu diesen Robotern verliert, weiß ich nicht, wozu sie dann imstande sind. Ich persönlich glaube, dass unsere Hardware und Software viel zu stark hinterherhinkt, um derzeit alles von Star Control steuern zu lassen. Ich weiß, dass Sie es nicht hören möchten, aber wir müssen die Galactic Zone wirklich schließen und General überholen, bevor es zu einem Unfall kommt. Mhm. Ist ja, aber wenn die Techniker an die Geschäftsführung schreiben und warnen. Hier ist Penning aus Starport Nuka. Tut mir leid, dass ich Sie direkt anschreibe, Mr. Brabberton, aber hier herrscht eine mittlere Krise. Ihr Assistent kann Ihnen die Einzelheiten sicherlich nennen, falls er das noch nicht getan hat. Mir ist bewusst, dass das Projekt Kobalt eine Menge unserer Ressourcen gebunden hat, aber wenn uns nicht bald jemand hilft, könnte das hier außer Kontrolle geraten. Star Control war niemals dafür ausgelegt, so viele Roboter gleichzeitig zu steuern, und wir bekommen ständig Aufträge, zusätzliche und ältere Modelle in das System zu integrieren. Bitte bewilligen Sie meinen Antrag auf neue Mitarbeiter und die Wartungsanfragen so schnell wie möglich. Mhm. Ryan, Mark und ich sind es leid, diese Roboter zu reparieren und sie dazu zu bringen, mit Star Control zu laufen. Das neue System belastet ihre Steuermodule, womit einige der älteren Modelle überhaupt nicht klarkommen. Wir liegen bereits hinter dem Zeitplan zurück und jetzt wollen sie auch noch, dass wir Gruppen bei Führung durch Star Control beaufsichtigen. Wenn diese Sachen schneller repariert werden sollen, müssen sie mehr Personal einstellen oder herausfinden, warum unsere Bestellungen nicht bearbeitet werden. Es sieht so aus, Penning. Wenn du uns hier nicht langsam ein bisschen Hilfe verschaffst, werde ich morgen kündigen. Heute sind 6 Einheiten außer Betrieb, für die wir jeweils fast unsere gesamte Schicht zum Reparieren brauchen. Ingrid und ich haben 60-Stunden-Wochen abgerissen, nur damit hier nicht alles auseinanderfällt. Wenn du das nicht hinkriegst, bin ich weg. Ah, wir sehen also langsam, aber sicher die ersten Indizien, warum der ganze Laden hier auseinanderfällt. Legen Sie Ihre Waffen nieder. Nein. Jetzt. Nein. Ich möchte jetzt mal hier runterfahren, bitte. Ah ja, Nuka Cola wird hauptsächlich ist ausgeschaltet. Natürlich. Die ganzen Roboter fahren hier rum. Fahren vor allen Dingen. Und wir, wir gehen einfach weiter. Der rechten Wand entlang. Denn ich will diese Rüstung haben und ich. Voltec Sternenhimmel, wie schön. Was von Voltec ist, da kann ja gar nicht schief gehen. Wir gehen mal rein. Tja, und ob wir hier noch weitere
Starcores finden, Sternenkerne, oder wie hießen die nochmal, um unsere Powerrüstung freizuschalten. Und was sich Voltec für diesen Laden hier hat einfallen lassen und ob nicht in Wirklichkeit Voltec an allem schuld ist, wie eigentlich immer, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Schreibt mir doch gerne einen Kommentar, lese ich gerne, empfehle die Videos gerne weiter, freue ich mich drüber. Lass mir einen Daumen da, vergiss es nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis bald.